Was geht ab, Leute? Ich grüße euch. Jetzt kommt wieder ein sehr starkes Video, ein wichtiges Video, ein sehr herzzerschmetterndes Video vielleicht auch für die einen oder anderen. Auf jeden Fall ist es ein hartes Thema, es ist ein schwieriges Thema, es ist ein krasses Thema. Dieses Video ist jetzt nichts für Weicheier, auf keinen Fall. Dieses Video ist jetzt wirklich nur was für starke Menschen, ja. Deswegen, also ich habe die Warnung jetzt gegeben, ganz ehrlich. Ich weiß jetzt nicht, was ich alles sagen werde, aber es wird nicht schön. Es wird nicht schön, es wird Real Talk. Wir machen hier Real Talk. Und wem das nicht gefällt, kann gerne gehen. Menschen, die traumatische Dinge erlebt haben und selbst davon geheilt sind, sind die gefährlichsten und stärksten Menschen, die es gibt. Menschen, die durch traumatische Dinge ganz alleine gegangen sind, Menschen, die sich alleine wieder geheilt haben, sind die gefährlichsten Menschen. Und diese Menschen solltest du niemals, niemals herausfordern, denn diese Menschen sind dir um Welten voraus. Das, was diese Menschen erlebt haben, das kannst du dir in deinen schlimmsten Albträumen nicht mal vorstellen. Der schlimmste Horrorfilm ist ein Scheißdreck dagegen, was manche Menschen alles erlebt haben für eine Scheiße. Und ich weiß, ich habe hier Zuschauer, ihr habt so viel Scheiße erlebt und was weiß ich. Ich fühle euren Schmerz. Auf jeden Fall, ich weiß, wie es euch geht. Wenn ihr missverstanden werdet, wenn ihr alleine gelassen werdet, wenn ihr immer hinten bleibt quasi und müsst immer alles alleine klären. Niemand hilft euch, niemand supportet euch, niemand unterstützt euch, niemand ist für euch da. Die Leute fügen euch nur Traumata zu. So, es ist crazy. Leute traumatisieren einen und geben kein F darauf, wie sie einen Menschen belasten und sowas. Auch gerade in der Familie. Weil das ist das Allerschlimmste meiner Meinung nach. Wenn man intern, in der Familie intern traumatisiert wird. On purpose. Manche Menschen machen das on purpose, manche machen es unbewusst. Aber Fakt ist, die, die es machen, sind oftmals die, die dann auch einfach so davonrennen. Ihr Leben einfach so weiterleben und der Traumatisierte ist dann da und muss dann selbst gucken, wie er klarkommt. Und wenn du so ein Mensch bist, du wurdest traumatisiert. Beispielsweise von deiner Familie oder in der Schule oder auf der Arbeit oder wo auch immer du Trauma erlebt hast. Vielleicht auch was ganz anderes, hast du einen schlimmen Unfall erlebt, deine Frau ist gestorben oder dein Kind ist gestorben und du lebst immer noch. Du lebst jeden Tag mit diesem Schmerz. Leute können sich nicht mal im Traum vorstellen, was das für ein Schmerz ist. Wenn man beispielsweise auch vergewaltigt wird, sexuell genötigt wird, missbraucht wird oder sonst irgendwas. Die Leute können sich nicht mal ansatzweise vorstellen, was das für ein Schmerz ist. Wenn man Menschen verliert, die man sehr liebt, wenn man solche traumatischen Dinge erlebt und trotzdem wie ein Phönix aus der Asche da rauskommt, du machst einen kleinen Stepback für dein Comeback. Ja, wenn du so ein Mensch bist, du gibst immer so ein, machst immer so einen kleinen Stepback, damit du wieder wie ein Katapult dein Comeback machen kannst und guck immer, dass dein Comeback größer ist als dein Stepback. Das ist so, make sure your comeback is always greater than your stepback. So, weil dein, wenn dein Stepback größer ist als dein Comeback, ja, das ist immer scheiße. Aber es gibt einfach diese Menschen. Wir gehen durch Traumata alleine. Leute traumatisieren uns. Wir gucken, dass wir selbst wieder klarkommen. Wir sind unsere eigene Hilfe. Niemand hilft uns. Niemand ist für uns da. Wir vertrauen keinem. Wir haben Vertrauensprobleme. Ja, ich gebe es zu. Aber dennoch, diese Vertrauensprobleme sind es, die uns dann im Endeffekt auch wieder vor neuen Trauma beschützen, weil es einfach sehr hässliche Menschen da draußen gibt. Das soll jetzt keine Paranoia machen, das ist einfach Real Talk. Es gibt Menschen, die machen hässliche Dinge und nachdem die das gemacht haben, die machen wie als wäre nichts passiert. Machen einfach so weiter, leben einfach ihr Leben so weiter. Es gibt Vergewaltiger, die leben einfach so, wie als wäre nichts passiert. Massenmörder oder Mörder generell leben einfach so weiter, wie als wäre nichts passiert. They treat it like it's nothing. Und das ist fahrlässig. Solche Menschen sind super gefährlich. Die einfach Leute traumatisieren und einfach weitermachen, wie als wäre es nichts. Oh, war heute nur ein etwas entspannter Montag. So, für die war es ein entspannter Montag. Für dich war es der schlimmste Montag deines Lebens, beispielsweise. Oder für die war es ein stressiger Freitag. Für dich war es der Horrorfreitag deines Lebens. Der schlimmste Freitag deines Lebens. Für dich ist es einfach nur mal so ein Mal. Für dich war das schlimmste Mal deines Lebens. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt einfach diese Menschen, die geben keinen Fick. Geben keinen Fick auf deine Emotionen, auf deine Gedanken, auf dein,
deine Probleme oder sonst irgendwas. Lieber traumatisieren die dich weiterhin, auch deine Eltern und sowas. Ja, Eltern können ihre Kinder natürlich traumatisieren. Gerade die sind es, die ihre Kinder am meisten traumatisieren. Beispielsweise, du kennst deinen Vater nicht. Ist auch traumatisch. Auf jeden Fall, würde ich safe sagen. Diese ganzen Mädchen, die keine Väter haben, wo verlassen werden von ihren Vätern und sowas. Diese ganzen Kerle, diese ganzen Väter, wenn man die überhaupt Väter nennen darf, die einfach so weiterleben, wie als wäre nichts. Ballern Kinder in die Welt und kümmern sich nicht um die. Ist traumatisch wie eine Sau. Stell mal vor, du hast keinen Vater. Wirst nicht geliebt, weiß nicht, was Liebe ist und sonst was. Kein Wunder, dass so viele Frauen da draußen rumrennen, wissen nicht, was Liebe ist und sonst was. Soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber es ist Real Talk. Ich kann es einerseits irgendwo verstehen, weil es immer mehr Weichei-Männer gibt, die sich direkt dann verpissen. Oh was, du kriegst ein Kind, pew, Speedy Gonzales, miep, miep, ciao. I don't get it. Ich verstehe die Scheiße nicht. Ich verstehe die Scheiße nicht. Ich weiß ganz genau, auch wenn ich mal eine schwängern sollte, on accident, ja, ich kümmere mich um das Kind, auch wenn wir vielleicht dann nicht zusammenbleiben als Familie, trotzdem kümmere ich mich um das fucking Kind, weil es gehören immer zwei dazu. Es war mein Sperma und ihre, ihr wisst was, ja, so, die das produziert haben. Also, ich hab einen großen Teil dazu beigetragen und sie natürlich auch. Also, wir beide müssen uns um dieses Kind kümmern. Aber es gibt so viele Menschen da draußen, die traumatisieren lieber ihre Kinder. Kümmern sich nicht um ihre Kinder. Sind lieber die Problemmacher anstatt die Problemlöser. Und diese Kinder sind dann so traumatisiert und müssen dann selbst gucken. Eltern unterstützen die nicht, die ganze Familie ist toxisch. Auf der Schule wirst dann gemobbt, wirst irgendwo dann sogar noch sexuell missbraucht. Dann auf einmal wirst du nur geschlagen. Dann lauter Traumata. Lauter Traumata, dann auf der Arbeit, du wirst gemobbt, dann passiert dir, was weiß ich, ein schlimmer Unfall, der dich auch traumatisiert oder sonst irgendwas, wo du dann auch komplett hektisch, panisch bist und sonst irgendwas, dann irgendwie verlierst du noch einen Menschen, dann siehst du einen Toten oder sonst irgendwas, oder, wisst ihr, was ich meine? Und Leute, die so viel Scheiß erlebt haben und trotzdem noch weiter kämpfen, sind die gefährlichsten und stärksten Menschen, die es auf Erden gibt. Und ich hab, hätte ich jetzt einen Hut, würde ich ihn ausziehen. Ohne Scheiß, Hut ab vor diesen Menschen. Hut ab vor diesen Menschen, die durch Traumata gehen, in Silence. Und nicht da rumweinen, oh, guck mal, wie schlecht es mir geht und dann Mitleid wollen. Nein, du gehst in Stille durch deine eigenen Traumata. Du bist ein gefährlicher und sehr, sehr starker und sehr weiser Mensch. Denn nur weise Menschen können alleine Probleme lösen. Dumme Menschen lösen niemals Probleme, schlaue Menschen lassen Probleme lösen oder sonst irgendwas. Weise Menschen lösen ihre eigenen Probleme, meiner Meinung nach. Nur ein Idiot bleibt immer gleich und löst keine Probleme. Ein etwas schlauerer Mensch, ja okay, der hört sich dann mal was an und lässt das Problem so lösen oder löst dann so irgendwie das Problem. Ein weiser Mensch löst immer seine eigenen Probleme selbst. Weil wir wissen, niemand ist so gut zu mir, wie ich zu mir selbst. Meine Oma hat das mir sogar damals gesagt. Ja, Fabri, merk dir eins, niemand ist so gut wie du. Und das hat mich geprägt, dieser Spruch von ihr. Meine Oma damals. Fabri, hat sie halt auf Italienisch gesagt, Sizilianisch. Fabri, keiner ist so gut wie du. Ich wusste nicht, was sie gemeint hat. Jetzt weiß ich's. Ich wusste nicht, was sie gemeint hat. Und ich war auch schon ein bisschen älter. Ich war auf jeden Fall schon über 18. Auf jeden Fall. Und ich wusste damals nicht, was sie meinte. Ich habe so ums Verrecken nicht kapiert. Ich glaube, das war auch schon in meinen 20ern oder sowas. Bin ja jetzt 26, gehe ich ja fast schon auf die 30 zu, Alter. So, das ist crazy. Zeit fliegt sowas von fucking schnell. So. Und ich habe auch so ein Zitat gesehen von Joe Rogan. So, ja, das war auch so irgendwie... Du lebst das Leben, du machst einfach jeden Tag so dein Ding, du gehst, marschierst nach vorne, marschierst, irgendwann guckst nach hinten und denkst dir, was war das? Und genauso fühlt sich's manchmal an, du hast so viel Scheiß erlebt, manchmal du guckst zurück, du denkst so in die Vergangenheit zurück und denkst dir, Alter, was war das? What the fuck, was habe ich da alles erlebt? Andere Leute, die hätten sich da umgebracht. Andere Leute, die hätten sich das Leben genommen. Andere Leute hätten nicht mehr weitergekämpft. Andere Leute, die hätten gar nicht mehr nach vorne gefunden. Die wären irgendwo hängen geblieben. In Drogen, in Sex, in sonstigen anderen Problemen wären die hängen geblieben. Aber ich habe weitergekämpft.
wow, wie stark bin ich eigentlich? Oder du erzählst einem Menschen davon und dann merkst du erstmal durch die Reaktion dieses Menschen, merkst du erstmal, wie stark du bist. Macht dieser Mensch dann so, echt jetzt? Du hast das erlebt? Laber jetzt. Hast du das wirklich erlebt? Digga, ich habe von anderen gehört, die haben sich deswegen das Leben genommen. Digga, was ist mit dir? Du hast das erlebt? Ist das dein Ernst, dass du das erlebt hast? Ich glaube dir das nicht. Es ist unbegreiflich für dich, wenn du denen das erzählst dann. Wenn du überhaupt mal jemandem davon erzählst. Aber manchmal passiert das ja. Dann erzählt man irgendjemandem davon und auf einmal die machen Sorgen so. Alter, Alter. Und dann können sie dich auf einmal verstehen, warum du so bist, wie du bist. Auf einmal dann. Und dann lassen sie dich auf einmal in Ruhe und sonst. Ja. Wie oft habe ich das dann erlebt? Erzähle ich ein bisschen, nur minimal von mir, von meinem Leben. Auf einmal die Leute direkt so, Alter, was geht mit dir? Direkt, die haben mich in Ruhe gelassen. Vorher, die haben mich gemobbt, fertig gemacht, dies, das. Nachher waren das meine Freunde. Nachher haben die mir geholfen. Nicht nur wegen Mitleid, wegen Respekt. Weil sie wussten, die könnten nicht eine Sekunde in meinen Fußstapfen laufen. Nicht eine Sekunde in meinen Schuhen laufen. Nicht eine Sekunde. Ich habe so viel Scheiße gesehen. Und ich habe nicht mal die meiste Scheiße gesehen. Ich will mich hier nicht auf den Thron setzen oder sonst was oder Podest stellen, aber ich habe viel Scheiße gesehen. Ich habe viel erlebt. Ich habe sehr viel erlebt. Und manchmal, wenn ich zurückdenke, denke ich mir, Alter, warum machst du immer noch weiter? Wie schaffst du das? Wie schaffst du das, immer noch Menschen zu helfen? Du wurdest so oft verarscht, Alter. So, wie schaffst du es immer noch gut zu sein? Ich wundere mich selbst manchmal über mich, wie ich das schaffe, immer noch. Real Talk, ohne mich jetzt, wie gesagt, hier auf den Podest zu stellen, aber ich wundere mich selbst. Ich könnte der mieseste Motherfucker sein und Leute abziehen und Leute hier verarschen und über den Tisch ziehen und was, ich könnte so viel Bullshit tun, ich könnte so viel Böses tun, aber ich habe mich für den guten Weg entschieden. Gott kennt mein Herz ist rein und ich versuche immer rein zu bleiben. Natürlich, ich bin ein Sünder wie jeder andere auch. Ich mache auch meine Fehler. Und vielleicht habe ich sogar auch Menschen traumatisiert. Aber eins ist sicher. Gott und ich, wir beide wissen, es war nicht extra. Und wenn ich konnte, habe ich mich immer entschuldigt. Ja, manchmal, ich habe Dinge getan und ich habe mich nicht entschuldigt. Und mein Ego war im Weg. Und mein Pride, mein Stolz war im Weg. Und sonst irgendwas. Aber dennoch, die Menschen haben mir dann in die Augen gesehen und haben gemerkt, ich bereue es. Die haben gemerkt, ich bereue es. Und ich habe gechanged, ich habe verändert, wie ich dann mit denen umgehe. Wurde dann ruhiger und sonst irgendwas. Weil manchmal du wirst gemobbt und dann fängst du an, andere auch zu mobben. Hurt people, hurt people. I stay accountable for my actions. Und ich habe auch manchmal Leute gemobbt. Und ich war auch mal hässlich zu Menschen. Und ich habe bestimmt auch mal jemanden traumatisiert. Aber eins ist sicher. Ich habe meine Arbeit getan. Ich habe meine Reue gemacht und sowas und musste mir auch selbst verzeihen und ich hoffe, diese ganzen Menschen können auch mir verzeihen, aber ich weiß ganz genau anhand, wie die Dynamik dann immer war mit diesen Menschen, dass die mir verziehen haben. Auf jeden Fall. Ich musste mich nicht mal entschuldigen. Die haben gemerkt, dass es mir leid getan hat, weil ich dann direkt aufgehört habe. Ich habe denen in die Augen gesehen und habe mir gedacht, what the fuck, was mache ich hier? Das bin nicht ich. Ich bin nicht böse. Ich will nicht böse sein. Ich will das nicht. Warum mache ich das? Warum mobbe ich hier? Warum mache ich dies? Warum mache ich das? Und hab gechanged. I changed my ways. Ich habe meine Art verändert dann. Ich habe mich selbst dann verändert. Und auf einmal sind viele nicht klargekommen und viele haben mich respektiert und viele haben mich in Ruhe gelassen. Aber Disrespekt, Respektlosigkeit ist dann auf einmal nicht mehr gekommen. Mobbing und was, die haben mich dann in Ruhe gelassen. Komplett. Ich rede halt hier von früher in der Schule und sonst irgendwas. Dann erzählt man ein bisschen was, erzählt man mal ein bisschen was von sich. Ja, von ein paar Problemen, die man hat und sowas und Dämonen, die man so im Kopf hat und sowas. Erzählt man ein bisschen davon, auf einmal, die machen Sorgen, die wissen nicht mal, was sie sagen sollen. Wissen nicht mal, was sie tun sollen. Sind hilflos. Deswegen, du musst dir selbst helfen. Deswegen, ich sag's noch einmal, Menschen, die durch traumatische Dinge gegangen sind, trotzdem noch weiterkämpfen, diese traumatischen Ereignisse selbst verarbeitet haben, selbst geheilt sind, ohne fremde Hilfe, sind die stärksten und gefährlichsten Menschen auf Erden, die es gibt. Und du solltest niemals diese Menschen provozieren, reizen, auf die Palme bringen oder testen. Niemals. Denn du wirst dir die Zähne ausbeißen an diesen Menschen. Diese Menschen werden dich zerschmettern wie eine fucking Eintagsfliege. Denn das sind Problemlöser. Never cross
that line between a problem solver. Never cross that line. Never cross that line. Never fuck a problem solver up. Never. Never do this shit. Denn Problemlöser wissen ganz genau, wie sie ein Problem lösen. Und wenn sie dich sehen und du bist ein Problem in ihren Augen, Gnade dir Gott, sage ich nur. Gnade dir Gott. Wenn du in die Quere kommst von einem Problemlöser und du willst dem ein Problem machen, Gnade dir Gott. Gott sei dir gnädig. In diesem Sinne, füge anderen kein Leid zu. Und dann wird auch dir kein Leid zugefügt. Behandle Menschen genauso, wie du auch gerne behandelt werden würdest, wollen würdest, wie auch immer, ihr versteht mich. Behandle Menschen genauso, wie du es dir für dich selbst wünschst, wie man dich behandeln sollte. Sei ein guter Mensch. Peace out. Heile dich selbst von all deinen Traumata. Ich glaube an dich. Kämpfe weiter. Alles hat einen Sinn. Alles hat einen Sinn. Ich liebe euch. Sayonara.